Hallo zusammen. Ich wollte euch eben noch mal kurz eine kleine Geschichte erzählen, die mir die Tage passiert ist. Hier bei mir im Rewe-Markt um die Ecke hat man nämlich die Verwendung von Payback-Karten eingeführt. Als ich dann also dementsprechend meinen Einkauf bezahlen wollte, fragte mich dann die Kassiererin auch mal: Payback? Ich musste ihr dann erklären, dass ich nichts von Rache oder Vergeltung halte. Wusste natürlich nicht, was ich damit meine. Okay. Naja, ich persönlich halte ja eigentlich auch nichts davon, einfach englische Begriffe zu verwenden, nur weil es cool oder hip oder auch nur irgendwo so ein bisschen modern wirkt. Ja, das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein. Das erinnert mich alles immer so ein bisschen an die Experten oder Spezialisten, die mit unglaublich viel Fachtermini um sich werfen, ohne wirklich genau zu wissen, was diese bedeutet. Einfach bloß, um zu kaschieren, dass sie eigentlich von der Materie überhaupt keine Ahnung haben. Schöne Geschichte, die mir da übrigens vor einigen Wochen passiert ist. Ich musste mich hier in Pforzheim im städtischen Krankenhaus röntgen lassen und habe dann nach ein paar Tagen meine Röntgenbilder abgeholt. Ich stehe also in der Röntgenabteilung am Schalter, um entsprechend dieser, was ist das, Schwester, Betreuerin, was auch immer, zu erklären, dass ich doch gern die Röntgenbilder für meinen Hausarzt mitnehmen möchte. Sie sucht ein bisschen durch die Gegend, guckt mich dann mit einem sehr strengen Blick an und schreit mir entgegen: Thorax! Ich wusste jetzt gar nicht, soll ich hier einen Gegenzauber entgegenwerfen? Simsalabim Advanikum! Okay, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Deutschfanatiker, aber mich stört immer so ein bisschen diese übermäßige Verwendung von Fachbegriffen bzw. von Begrifflichkeiten, die man sich aus anderen Sprachen entlehnt. Da gibt es nämlich einfach so schnell Missverständnisse, die überhaupt nicht sein müssen. Schöne Geschichte übrigens dazu. Vor einigen Jahren war ich mal mit einer Freundin einkaufen und die wollte sich an diesem Tag unbedingt einen Buddybag zulegen. Als sie mir das eröffnet hat, war ich dann natürlich reichlich irritiert und wusste überhaupt nicht, was sie denn jetzt eigentlich will, bis wir in dem Kaufhaus zur Handtaschenabteilung kamen. Und ich dann feststellen musste, dieser Buddybag war eigentlich nichts anderes als ja, so eine Kombination aus Handtasche und Umhängebeutel. Ob sich der Produktdesigner da tatsächlich dann auch Gedanken darüber gemacht hat, ob Frauenhandtaschen tatsächlich als Leichensäcke für diverse Gegenstände herhalten müssen? Man weiß es nicht. Naja, okay, war auf alle Fälle sehr witzig. Ich muss da auch dann immer an meinen Englischunterricht zurückdenken. Bei uns gab es nämlich so diesen super flachen Gag. Waiter, I want a bloody steak. Yes, sir. And some fucking potatoes too. Ich frage mich auch immer, was Besucher aus England oder Amerika oder sonst irgendwo aus dem englischsprachigen Raum denken, wenn sie hier in Deutschland an einer Filiale der Factory vorbeikommen. Denken die jetzt dann wirklich, es ist die Arschfabrik? Okay, jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Kennt ihr auch Beispiele für falsch verwendete Redewendungen oder Phrasen aus dem Englischen oder einer anderen Sprache? Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Wenn euch auch immer so darüber ärgert, dann gebt meinem Video doch einfach noch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, habe ich euch hier links nochmal zwei angeheftet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.